dann noch einmal schönen guten Abend zusammen. Und das ist der erste Vortrag von einem 23-Tage-Retreat. Und das Thema ist der Ochse und sein Hirte und gehört zu den Lieblingsthemen, die ich habe. Ich habe darüber schon mehrfach gesprochen und was ich mir auch hoffe, ist, dass ich vielleicht heute noch ein bisschen umfassender die ganze Geschichte zusammenbringen kann. Und ich habe auch ein bisschen noch nachgelesen bei anderen Autoren und fand es höchst interessant, wie unterschiedlich die Chan- und Zen-Meister diese Geschichte interpretieren. Ich habe jetzt das erste Bild von diesem Ochsen und Hirten habe ich hier angehängt. Und schon da beginnen quasi die unterschiedlichen Interpretationen. Die sehr häufig, und ich beziehe hier die andere Sicht, was ich hier jetzt ein bisschen reinbringe, insbesondere auf Chan-Meister Shen Yen, den ich überaus schätze, ein großer Lehrer, der leider gestorben ist, aber wir haben gute Kontakte zu seinen Schülern. Und Jarko Andrejevic aus Kroatien ist wirklich ein sehr lieber Freund und macht hier manchmal auch Kurse. Aber ich glaube, es ist legal, wenn man die Dinge unterschiedlich sieht. Man muss nicht, nur weil es sich um einen sehr großen Lehrer handelt, muss man überhaupt nicht jetzt die Dinge absolut genau gleich sehen. Was ich zum Beispiel hier schon nicht gleich gesehen habe, ist, er nimmt das erste Bild für den Beginn der Praxis. Und es hat natürlich viel dran. Ja, was ist der Beginn der Praxis? Ist eigentlich ein Suchen in der Wirrnis, ein Suchen in der Wildnis. Man weiß eigentlich gar nicht, was man sucht. Man kriegt Anleitungen. Ja, die berühmteste aller Anleitungen ist, betrachte oder spüre deinen Atem. Einatmen, ausatmen und so. Und dann hat man das mal gehört. Und dann denkt man, ja, und jetzt, oder? Aber etwas in uns ist unzufrieden, oder? Etwas sagt, naja, aber dieser Atem, oder? Also, das höre ich jetzt schon ein Jahr oder 5 Jahre oder 20 Jahre. Aber mir fehlt da etwas, mir fehlt quasi dieser letztendliche Klick, dieser Punkt, oder wo in mir der Geist aufgeht. Wo diese, im Zen haben wir diese berühmten Momente von Satori oder das erste Momentum, wird Kensho genannt, wo so etwas aufgeht und ich habe eine tiefe Einsicht. Ich atme seit 20 Jahren ein und aus und die Einsicht kommt nicht. Oder? Aber das stimmt nicht ganz. Weil wir spüren etwas, oder? Und wenn wir das benennen, ist es vielleicht tatsächlich Unzufriedenheit. Und das ist eine Einsicht. Das Gegenteil von dieser Einsicht wäre Verleugnung. Und im Verleugnen von unangenehmen Tatbeständen sind wir ziemlich gut. Solange wir aber verleugnen, sehen wir die Wirklichkeit nicht. In vielen Vipassana-Zentren oder in Vipassana-Kursangaben steht so, die Wirklichkeit erkennen, wie sie ist. Ja, das ist so ein ganz gängiger Satz für Werbung für Vipassana. Das schreibt sich so leicht, oder? Die Wirklichkeit erkennen, wie sie ist. Wir haben aber einen Organismus, Geist-Körper-Organismus, der ganz häufig die Wirklichkeit nicht so haben will, wie sie ist. Und nicht umsonst hat der Buddha in den 4 Satipatthanas, in den 4 Verankerungen der Achtsamkeit, hat er den Körper genommen und der zweite ist Vedana, das Empfinden von angenehm und unangenehm, plus
auch noch neutral. Warum nimmt der Buddha ausgerechnet von all diesen Möglichkeiten, er hätte ja ganz andere Dinge, wir haben 52 geistige Faktoren, gemäß der buddhistischen Psychologie des Abhidhamma. Wir haben 52 geistige Faktoren und der Buddha nimmt dieses Vedana heraus, dieses Gefühl und Empfinden. Wozu? Und mir wurde bald mal klar, der Buddha war einfach ein Praktiker. Der Buddha sagt, das ist wichtig. Es geht hier um Befreiung. Es geht hier um eine Befreiung über die Erkenntnis der Muster oder Mechanismen des Geistes. Weil es darum geht, brauchen wir die Einsicht in Vedana. Wir müssen sehen, wie angenehm und unangenehm arbeitet. Und das arbeitet konstant. Wir müssen nur hier sitzen und ein bisschen nichts tun. Und damit wir nicht abdriften und irgendwo hinschweifen in wunderbare Träume und Gedanken und Vorstellungen von irgendetwas anderen Zeiten oder in unverarbeitete Konflikte, in Ärger, in Wut, in Leidenschaften. Wenn wir jetzt das alles mal nicht machen, dann können wir einfach sehen, oh, der Geist arbeitet kontinuierlich und seine Hauptarbeit ist Wegrennen vom Unangenehmen und Hinrennen zum Angenehmen. Also so gesehen ist die Interpretation des ersten Bildes ist nicht falsch. Wir sehen dies in der Praxis in einer gewissen Überdeutlichkeit. Retreat bedeutet ja auch sich zurückziehen von den Ablenkungen, sich zurückziehen von all dem, was wir gelernt haben, was unser Leben eben angenehmer macht. Und wer einigermaßen ein bisschen clever ist und ein gutes Karma hat, nämlich in einer guten Zeit, unter guten Umständen geboren zu sein, in einem Land, das nicht gerade Katastrophen und Krieg hat, der oder die ist geübt und erfolgreich geworden, ein angenehmes Leben zu haben, sich ein angenehmes Leben zu machen. Eine schöne Anzahl Mitteleuropäer, insbesondere Deutsche, Schweizer, Österreicher, Franzosen, Spanier, viele von uns haben doch einfach ein sehr angenehmes Mittelklasse-Leben. Eine schöne kleine Summe Geld auf der Bank, wenn du älter wirst, dass du nicht darben musst, super Versorgung, medizinische Versorgung, vieles, was man heilen kann, Tabletten, Spritzen, dies und jenes, wir sind gut. Wir haben eine super Wohnung, neuerdings im Haus Tao Wärmepumpe, die in den Übergangszeiten nicht immer gut funktioniert, weil es zu wenig kalt ist, aber ein bisschen kühler ist es dann. Oder? Aber dann schreien wir schon, ist das kühl hier und unangenehm. Und das Wetter können wir auch nicht richtig einstellen, aber das kommt noch, oder? Da haben wir dann nicht mal Haus Taos, eine lokale Wetterstation, wo wir, ist es okay für euch heute Nachmittag 3 Stunden Sonne? Und dann können wir da ein bisschen drehen und dann gehen hier oben die Wolken weg. Also wir sind gut. Aber was wir dabei nicht kapieren, oder halt intellektuell kapieren, aber nicht wirklich im Herzen kapieren, es ist vergänglich, es klappt nicht. Und was dann wieder beginnt, ist das erste Bild, dann ersuchen wir nämlich wieder von Neuem. Und die Tragik ist ja, dass wir häufig wirklich gar nicht wissen, was wir suchen. In gewisser Weise hat das Suchen nämlich schon lange vorher begonnen. Ich beginne mit dem ersten Bild bei uns allen auf dem
global auf der ganzen Welt, völlig egal, welcher Religion wir angehören, was wir leben, wie wir sind, was wir praktizieren, wir alle suchen. Wir spüren, dass etwas nicht in Ordnung ist. Wir spüren, dass etwas fehlt. Du hast nicht nur ein bisschen mittelklassemäßig etwas Geld auf der Bank, du hast Millionen oder Milliarden, ja, wie der Herr Amazon, Milliarden. Aber das ist so faszinierend, oder? Dieses immer Neues machen können und ausweiten können und noch mehr ausweiten können, das ist so faszinierend und überdeckt kontinuierlich das Gefühl des Mangels und des Unangenehmen. Kontinuierlich. Also eigentlich sehe ich selber interpretiere dieses Bild, es ist das Bild von uns allen. Nicht erst von denen, die mal einen Retreat machen, die anfangen zu praktizieren. Wir suchen auch total verwirrt, wir suchen überall. Manchmal quasi erlaube ich mir so ein bisschen so auszuschweifen, die Menschheit zu sehen, auf welchen Ebenen wir alle suchen. Das ist ja unglaublich, oder? Mit was für Dingen wir uns beschäftigen, unglaublichen Einsatz geben, auf einer Suche nach was auch immer. Erfüllung, Befriedigung, bleibendem Angenehm, glücklich sein, geliebt werden. Es dreht sich alles um diesen Kreis, es dreht sich alles um diesen Kreis. Und diesen Kreis nenne ich Samsara und ein etwas für mich greifbarer, in unserer Sprache greifbarer Begriff, ist ein Hamsterrad. Wir bewegen uns ewiglich in so einem Hamsterrad. Das Hamsterrad steht ja eigentlich auch für ein unsinniges Suchen, weil es nirgendwo hinführt. Aber wenn man es jetzt genau nimmt, der Hamster sucht nicht, irgendwo hinzukommen, sondern er will sich bewegen, er braucht die Bewegung. Und natürlich würde er rausspringen, wenn er könnte, aber das Käfig ist geschlossen. Es gibt nur die eine eben unsinnige Bewegungsmöglichkeit, fressen, schlafen und springen im Hamsterrad. Das Bild, das wir hier bekommen haben von der Monika, ist ein Mann mit der Rackentasche. Und da habe ich gedacht, naja, ich kann nicht alle, an die ich denke, hier raufhängen. Weil es ist nicht einfach ein Mann mit der Rackentasche, den wir ja sowieso in unseren Kreisen so ein bisschen belächeln und wenig verachten oder sogar. Aber es ist auch eine schicke Frau auf dem, wie nennt man den Steg da? Laufsteg. Laufsteg, oder? Und es ist ja alles in wir. Also ihr könnt das jetzt ummontieren, den Anzug wegnehmen, vielleicht ein bisschen alternatives Kleidchen anziehen, oder? Eine schöne Wolldecke und euren Kopf da rein montieren, oder? Und dann sagt ihr, ja, das bin ich. Ich bin da drin und ich renne und wir spüren diesen Leerlauf, wir spüren das. Und das haben wir schon alles ausprobiert. Ich weiß nicht, was ihr schon alles ausprobiert. Über mein Leben erzähle ich nichts, es ist nur peinlich. Was ich schon alles ausprobiert habe, ist peinlich. Neben diesem allem Ausprobieren habe ich trotzdem relativ früh gemerkt oder gemeint oder das Gefühl gehabt, dass der buddhistische Weg ein anderes Lösungsangebot hätte.
Interessant ist, dass ich war damals 16 und war das erste Mal mit 15 das erste Mal richtig verliebt, wenn man die früheren Kindergartenjahre nicht zählt, in denen ich auch verliebt war. Also da war ich das erste Mal so richtig verliebt. Und nach einem Jahr dieses Verliebtseins war für mich die ganze Sache, die wir taten und was uns so zusammenhielt, so leer geworden, so unglaublich leer geworden, dass ich ganz irritiert, also ich bin, glaube ich, einen Moment nicht gerannt, sondern ich bin, glaube ich, in diesem Hamsterrad für einen Moment stillgestanden. Und das war ein Fehler, weil ich habe wirklich gespürt, da stimmt was nicht. Und aus alten karmischen Gründen bin ich in die Buchhandlung damals und habe nach einem buddhistischen Buch gefragt. Und das hieß Geheimnisse chinesischer Meditation, ganzen Meditationswege des alten China. Und meine Freundin hat gefragt, was liest du denn da? Und hat es angeschaut. Also, das tut dir nicht gut. Und sie hatte natürlich recht, weil es beschrieb den Ausstieg aus dem Hamsterrad. Und das war nicht ihr Ding. Sie hat kein Interesse, da auszusteigen. Sie wollte mal richtig dort drin leben. Und somit war dann auch die Beziehung vorbei, weil ich wohl wahnsinnig eremitisch und wahnsinnig irgendwie introvertiert und habe das Glück irgendwo gesucht, aber ich wusste immer noch nicht wo. Es war immer noch völlig unklar, worin. Aber die Sprache und die Geschichten der alten Chan-Meister in China, die haben mich dermaßen stark berührt, dass einfach klar war, okay, da zieht es mich hin. Oder? Das ist so wie ein Magnet. Es zieht dich da auf dem Pfad weiter. Oder? Aber so einfach ist es nicht. Weil das Dumme ist, wir sehen auch hier in diesem Bild nicht, was dieser Bauer eigentlich sucht. Oder? Aus dem Titel wissen wir, er sucht seinen Ochsen. Irgendwann mal habe ich auch gedacht, an diesem Titel ist was ganz merkwürdig, oder? Der Ochse und sein Hirt. Das kann irgendwie nicht sein. Überhaupt ist mir häufig aufgefallen, dass gewisse Übersetzungen, die wir hier im Westen haben und die sich völlig etabliert haben, dass die eigentlich gar nicht stimmen können. Da stimmt etwas nicht. Also jedermann weiß vermutlich, jede Frau, dass ein Ochse ist ein kastrierter Stier. Sucht wie einen kastrierten Stier. Irgendwas stimmt da nicht, oder? Das ist irgendwie merkwürdig. Also wenn, dann würde ich gerne einen unkastrierten Stier suchen, oder? Der mir entlaufen ist. Der Ochse steht ja für einen kastrierten Stier, der sehr willig ist, die Arbeit des Bauern zu tun und eben zahmer ist als ein Stier, williger ist und tönt irgendwie noch gut. So auf dem Weg, ja, gibt es ein Bild, wo dieser Ochse gezähmt werden muss. Das kommt später. Aber wenn man dieses Bild genauer anschaut, ist es ein Wasserbüffel. Ist überhaupt kein Ochse. Es ist ein Wasserbüffel. Aber irgendwie wissen wir im ersten Bild nicht so recht, ob der Bauer das auch weiß. Er weiß nur, etwas ist mir abgehauen, etwas habe ich verloren, etwas fehlt. Oder? Ich bin auf der Suche. Dann habe ich natürlich schnell mal den chinesischen Titel gesucht. Und im chinesischen Titel
wird das Zeichen New geschrieben, also 10 Ochsen oder Wasserbüffel oder jetzt Fragezeichen was? Bilder. 10 Bilder. Wovon? Von New. Und New heißt alles. New heißt Kuh. Ihr könnt also auch eine Kuh suchen, wenn es euch gefällt. Ein Rind und ein Büffel, ein Wasserbüffel. Es gibt aber noch Zusatznamen für die einzelnen Bezeichnungen. New ist wie ein Oberbegriff und du kannst rein interpretieren, was du willst. Meine Idee, warum die Übersetzer auf Ochse gekommen sind, ist, weil erstens wurden diese Dinge schon früh übersetzt. Mein Buch, das ich damals, ich habe es 1972 gefunden, der Ochse und sein Hirt, als Antiquariat, im Antiquariat als Antiquität, und das war 1957 bei einem Verlag, Nieske, ist das rausgekommen. Das wurde also früh schon übersetzt, oder? Und wenn man das übersetzt hätte, der Wasserbüffel und sein Hirte, dann hätte es wahrscheinlich niemand gekauft, weil wir damals noch keine Wasserbüffel hier hatten. Mittlerweile leben die Wasserbüffel in unserer Umgebung und im Kanton Thurgau gibt es eine große Farm. Ich habe mir schon vorgenommen, ich werde mal in der Robe auf so einem Wasserbüffel reiten und wir machen ein tolles Foto. Also es ist ein Wasserbüffel, ganz eindeutig. Da müssen wir nicht diskutieren. Und der Wasserbüffel ist ein sehr gutmütiges Wesen von sich aus. Auch ein stilles, ein ruhiges Wesen. Man kann ihn nicht mit einem Stier oder mit einem wilden Büffel, einem afrikanischen Büffel vergleichen. Aber dieser Büffel, der eigentlich als Haupthaustier und milchgebend und fleischgebendes Haupttier eines Bauern in Asien und Südostasien gilt, das ist ihm abhanden gekommen. Eigentlich etwas ganz Feines, ein ganz gutes und sehr wertvolles Tier. Und irgendwie im Hinterkopf weiß der Bauer noch, da war doch so noch ein Wasserbüffel in meiner Herde. Wo ist er hin? Ja, der ist in der Wildnis. Und die Wildnis steht für die Wildnis des Lebens, steht für das Samsara, steht für alles, was wir uns wünschen, was wir wollen. Ne? Die ganzen Leidenschaften, die Wünsche, die Ideen. Es gibt drei Tore zur Erleuchtung. Das Verständnis der Leerheit aller Phänomene, dass sie keine Substanz, keinen Kern haben. Ist alles im Flow, alles. Das zweite ist, dass sie keine bleibenden Merkmale besitzen. Und das dritte Tor ist die Wunschlosigkeit. Und jetzt kommt etwas, was mich immer wahnsinnig begeistert bei diesen Bildern. In gewisser Weise ist immer wieder ein Paradox drin. Also wenn du zuerst hörst, es gibt diese drei Tore, und du hörst von der Wunschlosigkeit, dann müsstest du doch die Schlussfolgerung ziehen, das ist ein völlig falscher Ansatz. Dieses Suchen nach dem Glück, dieses Suchen nach Liebe, dieses Suchen nach Freiheit, dieses Suchen nach dem Ochsen ist ein völlig falscher Ansatz. Ich lehne mich jetzt einfach zurück und suche nicht mehr. Wenn du das wirklich kannst und wenn du dich nicht mit Drogen zudröhnst oder sonst welchen Geschichten und du bist total hier und siehst die Welt und das Leben und du hörst auf zu suchen, toll.
Diesen Ansatz gibt es. Schon im alten China, in der Chan-Zeit, gab es zwei auseinanderdriftende oder auseinander gegenüberliegende Wege. Der Weg des Suchens, so intensiv durch Meditation, durch Koans, Wado, Fragen, die man nicht einfach beantworten kann, so intensiven Suchen, bis der Geist aufgibt und sich in einer vollkommen neuen Gegenwart findet. Und der zweite Versuch ist, ich sitze und setze mich hin und höre wirklich auf zu suchen. Und weil wir das nicht von Anfang an können, ist dieses Sitzen ohne Suchen eine Praxis. Ich sitze, weil ich sitze, weil ich sitze. Ja, was willst du denn damit? Manche sagen, ich sitze schon 10 Jahre und ich habe das Gefühl, ich komme nicht weiter. Das ist eigentlich eine tolle Einsicht. Da müsste der Lehrer, die Lehrerin sagen, dann bist du dem Ziel schon ganz nahe. Aber das befriedigt die Person nicht. Gehen ihre Mundwinkel noch tiefer runter und sagen, ja, du verstehst mich nicht. Ich bin nicht glücklich, oder? Ich bleibe stehen auf dem Weg. Und so frage ich, ja, wie bleibst du denn stehen? Woran merkst du das? Ja, irgendwie, ich verändere mich nicht. Ja, willst du ein besserer Mensch werden? Das ist sowieso schwierig. Damit würde ich gar nicht anfangen. Den Charakter einer Person zu ändern, schwierig. Ich habe letzthin über einen Zen-Meister, der leider ein bisschen schwierig gelebt hat und zurzeit im Gefängnis ist, nachgedacht. Und er ist, man würde diagnostizieren, pädophil. Und das ist keine glückliche Sache. Und ich habe gedacht, wenn jetzt jemand hingeht und versucht, diesem Menschen, diesem vielleicht Kranken, wenn man es von einer bestimmten Warte aus anguckt, weiß nicht, ob man das sagen darf, aber eine Einsicht abverlangt, dann hat er oder sie höchstens die Einsicht, dass er oder sie nicht in Übereinstimmung mit den Konventionen der Gesellschaft ist. Aber die Gefühle, die diese Person hat, da weiß ich nicht, ob sich die ändern. Ich habe da große Zweifel. Also geht es nicht darum. Wir wollen einfach sagen, schau, wenn du das auslebst und wenn du das tust, dann werden wir dich bestrafen und wir werden dich aus dem Verkehr ziehen. Wir als Gesellschaft wollen das nicht. Und die Gesellschaft hat die Oberhand, die darf das machen, sie kann das machen. Aber ob das zu einer Einsicht kommt, weiß ich nicht. Also ich würde da gar nicht so sehr am Charakter anfangen zu basteln. Vielleicht kommt es mit der Zeit. Vielleicht findet die Person andere Formen, die Leidenschaft, die Zuneigungen zu leben, vielleicht. Früher haben sie auch die Homosexuellen versucht, irgendwie umzupolen. Das ist einfach, solche Sachen sind idiotisch. Und wir hier sind manchmal auch ein bisschen auf dem Trip. Ne? Wir sitzen und wollen ein besserer Mensch werden. Ne? Also, in vielen Fällen zweifle ich, ob das klappt. Wenn wir tatsächlich eine tiefere Einsicht in gewisse Dinge haben, also in die Lebensgesetze haben, tatsächlich kann sich dann was ändern. Also zum Beispiel kann sich aus einem sehr egozentrischen Menschen oder egoistischen Menschen, kann sich tatsächlich ein mitfühlendes Wesen kann daraus werden. Also die Form der Transformation, an die glaube ich. Einfach weil du mehr siehst.
Du beginnst den Lichtkegel von dir, wo du dich so drauf vertan hast, von dir wegzunehmen, zu öffnen und zu sagen, ja, ich bin Teil eines Ganzen, ich bin Teil einer größeren Natur, einer größeren Wirklichkeit. Es gibt noch andere, oder? Und Empathie entsteht und über die Empathie hinaus entsteht zum Beispiel Mitgefühl. Daran glaube ich. Das geschieht über Einsicht. Und dann, wenn das geschieht, können wir sagen, ich glaube, sein Charakter hat sich etwas geändert. Ja, glaube ich. Aber nicht in jedem Bereich. Das ist für mich auch so die Welt der fünf Buddha-Familien, die ich im Garten des Geistes beschrieben habe. Wir haben einfach so Muster, wie wir die Dinge sehen, oder wenn man das zentrale Muster nimmt, eben die Dinge nicht sehen, die Verblendung, das gibt es auch. Ich sehe gar nichts, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Und das kann man an einem Menschen nicht einpauken. Man kann diese Person, die es sich schwer tut, im Sehen, die Dinge sehen, wie sie sind, kann man nicht mit dem Trichter einflößen, sondern man kann eher Wege aufzeigen, wo Sehen langsam entsteht. Das ist möglich. Also sind wir ein bisschen vorsichtig mit, jetzt werde ich ein guter Mensch, ich meditiere jetzt 10 Jahre, das gibt so und so viele Punkte und dann bin ich schon so und so weit. Das ist kein Stufenweg. Oder? Getrauen wir uns, überhaupt mal in dieses Bild hineinzutreten? Getrauen wir uns? Und zu sagen, ja, das sind Mechanismen, das sind Stereotype, Veranlagungen, Stereotype, Muster. Die laufen bei mir einfach rasend schneller und ja, ich beginne das zu sehen. Zum Beispiel, ich bin ein Feigling. Oder? Ich mag mich nicht gern outen, ich mag mich nicht gern konfrontieren, ich mag nicht gern, ich möchte, dass alle mich sehen als netten, bescheidenen kleinen Menschen. Es gibt die verschiedensten Muster, die hat man zusammengefasst, so in den 5 Buddha-Familien. Ja, das passiert bei mir. Ich habe unglaublich gerne Schokolade und ich kann nicht einfach nur eine Reihe zu mir nehmen, ich fress dann gleich die ganze Schokolade. Man muss das zuerst einmal sehen können, man muss die Kraft entwickeln, deshalb, ja, also das ist ein Muster und ich glaube, es ist nicht sonderlich gesund. Wenn ich so weitermache, kriege ich einen Herzinfarkt mit 65. Hast noch ein bisschen Zeit? Dann halt mit 68. Was der Hirte hier ja tut, er hält es aus, er gibt zu, dass er etwas verloren hat. Und das geben die meisten Leute, die am Rumrennen sind und im Hamsterrad sind, geben das nicht zu. Die sagen nicht, mir fehlt wirklich etwas. Und das Einfachste ist natürlich immer, wir suchen es draußen. Dann spüren wir das Innere nicht. Wenn wir heiß sind auf Geld, suchen wir sie Geld. Wenn wir auf Erfolg, dann ist es ja häufig Erfolg, ist er nicht wirklich innen. Erfolg ist ja nicht immer, ob du als solches gesehen wirst, oder ob du den und den Titel hast, ob man sich vor dir verneigt, ob man dir dient, ob man, oder der König, oder der hat Erfolg und kann mit den Leuten machen, was er will. Ist aber immer draußen. Lao Tse schon, stellt euch vor, vor über 2000 Jahren, Lao Tse sagte,
Eine ganze Armee zu besiegen ist leicht, aber sich selbst zu besiegen, im Sinne auch zu sehen, wer man ist, ist dagegen schwer. Kann ich diese erste, quasi diesen Beginn, kann ich den aushalten, dass da etwas nicht zufrieden ist, dass da so etwas wie ein Mangel, ein Loch, ein Herzschmerz, kann ich das mal aushalten? Oder renne ich zu irgendwelchen Gurus, die mir sagen, wo es lang geht, und mir irgendwie einflößen, oder dass du bist vollkommen, aber eigentlich spürst du es gar nicht. Aber du bist glücklich, dass sie sagen, du bist vollkommen. Weil es dieses Loch so mit einer feinen Schicht mal überspielt, das ist wie so ein Nebel. Zu sehen, dass wir vollkommen sind oder dass alles vollkommen ist, das ist eine ganz, ganz fortgeschrittene Stufe. Und das kann man nicht machen. Das läuft so nicht. Was wir hier im Haus Tao anbieten und die Praxis, die ich gehe, ist so ein Mittelding zwischen quasi der Koan-Schulung und dem Shikantaza oder dem Silent Illumination, so ein Mittelding, dass ich aber sehe, was ist jetzt genau im Moment. Wenn da eine Unzufriedenheit ist, wenn da ein Suchen ist, lass es zu. Und hör auf, im Rat zu rennen. Steh mal still und erlaube dir, diese Unzufriedenheit zu spüren. Oh, da fehlt etwas. Viele Menschen sehen das ja instinktiv und die Natur hat das so ausgebildet in der Begegnung mit einem anderen Menschen. Und wenn du dich richtig verliebst, dann findest du quasi deine zweite Hälfte oder wir sagen dann so ein bisschen salopp, deine bessere Hälfte. Also gehst jemand zu Besuch und du gehst allein und dann sagen sie dir, ja, und wo ist deine bessere Hälfte? Da ist was dran, oder? Wir spüren, und in esoterischen Kreisen sprechen sie dann von der Dualseele. Habt ihr vielleicht auch schon gehört. Du findest jemanden und das ist ein echtes Pendant. Oder? Es geht so zusammen. Und das ist sicherlich schön, da gibt es gar nichts zu sagen. Das ist eine sehr, sehr schöne Empfindung von Gleichschwingen, Einverstandensein, so wie Hesse mit dem Begriff umgeht. Oder? Dieses Einverstandensein, dieses gemeinsame Sein. Es gibt uns so einen kleinen Geschmack vom Wasserbüffel, der abhanden gekommen ist. Wir haben früher, vor einigen Jahren, ich war damals noch als Psychotherapeut, habe ich mich da in den Geist und die Seele der Menschen hineingedacht und gespürt. Und da kam eine Droge auf, ich weiß nicht, wie sie heute heißt, glaube ich, MDMA, dann hat man von Ecstasy geredet. Und ein Freund von mir, auch ein buddhistischer Lehrer, ja, also die waren nicht ohne, diese buddhistischen Lehrer, da kam und sagte, ja, da gibt es was ganz Neues und so, das musst du mal ausprobieren. Da spürst du all das, was wir über die Metta-Meditation oder die Mitgefühlsmeditation harte Arbeit, das spürst du einfach mal. Und allein, dass du das mal spürst, ist so toll, weil du weißt, dass es eigentlich in dir ist. Und dann kommt dann natürlich sofort die Gegenreaktion von jemandem, der oder die ganz gegen Drogen ist und so und sagt, ja, aber das ist chemisch, oder? Das ist nicht von dir, das ist durch die Droge. Und das stimmt ein Stück weit.
Aber es stimmt natürlich nur so weit, als wie du das auch in dir hast. Und wenn du gar nichts von dem in dir hast, dann spürst du das auch nicht. So, also haben viele gedacht von uns damals, wir geben das den Leuten, oder? Und dann macht es einen riesen Fortschritt und Sprung. Das ist nicht falsch. Man kann da wirklich etwas sehen. Ich will keine Propaganda hier machen dafür, aber ich habe wirklich gehört, ja, das hat was an sich. Ne? Was schwer ist, wenn man nur das kennen täte, ist, wie viel Praxis, und mit Praxis meine ich die harte Arbeit, wie viel Praxis das notwendig ist, das in dein Leben reinzubringen. Weil die Erinnerung verblasst, das geht weg. Oder wenn du diese Dualseele mit einem anderen Menschen erlebt hast und vielleicht sogar das Glück, oder ich weiß nicht, soll ich buddhistisch sagen, das Pech hast, dass das ein ganzes Leben so toll hält. Also ich habe das Gefühl, irgendwann muss man Tschüss sagen. Also ich sehe überhaupt nicht die Vision, dass wir Hand in Hand, auch selbst wenn wir gemeinsam einen Flugzeugabsturz haben, dass wir so gemeinsam für ewige Zeiten in ewige Welten weitergehen. Das sehe ich überhaupt nicht. Buddha sagt immer, was zusammengekommen ist, fällt auseinander. Den Ochsen oder den Wasserbüffel haben wir noch nicht gefunden. Oder du willst nicht sagen, deine Frau sei ein Wasserbüffel, oder? Schon. Den Wasserbüffel haben wir noch nicht gefunden. Können wir diese Liebe für einen anderen Menschen, Partnerschaft zu unseren Kindern, können wir das alles pflegen und haben mit dem Wissen, dass es da noch eine Dimension gibt, die darüber hinausgeht? Und hat euer Partner, eure Partnerin Verständnis dafür, dass sie nicht dieser Wasserbüffel ist? Es ist nicht gesagt. Das ist manchmal die Konkurrenz. Ich glaube, ungeachtet, ob es sich um die Menschen, die draußen in der Wildnis suchen, oder ob wir mal innehalten und gegen innen schauen und in uns hineinsuchen, der Moment, wo wir mal aufhören zu rennen, wo wir vielleicht nicht Befreiung erlangen, sondern einfach im Hamsterrad mal stehen bleiben, dieser Moment ergibt eine neue Chance. Wir sehen, es fehlt wirklich etwas. Ich liebe meine Kinder, ich liebe meinen Mann, ich habe Freude an meinem Häuschen und an meinem Garten. Daran ist nichts falsch, doch es gibt noch eine weitere Dimension. Und diese größere Dimension, die möchte ich kennenlernen. Und in dem Moment beginnen wir auch zu sehen, und wir beginnen eine Spur zu finden, wo das hingehen könnte und dass es vielleicht nicht mehr dort ist, mehr vom Gleichen. Noch mehr Geld, noch mehr Ruhm, noch mehr beklatscht werden, noch mehr dieses, noch mehr. Da ist ein etwas, das tief in mir drinnen fehlt. Und das möchte ich finden. Und das ist für mich so das erste Ochsenbild und ein fantastischer Start. Und was mir so gefällt an der Idee vom Hamsterrad, ist die Tatsache, dass wir jederzeit wieder in Rotation kommen können. Wir bleiben für einen Moment zwar mal gehalten inne, ne? Wir bleiben mal stehen und beginnen überhaupt rumzuschauen. Aber es braucht nur eine Kleinigkeit zu geschehen. Jemand sagt etwas, jemand tut etwas, uns geschieht etwas
und wir beginnen von neuem zu rasen, auch wenn du schon 10 Jahre meditiert hast. Du rennst wieder wie eh und je. Und sich dem Hamsterrad bewusst zu werden, auf jeder Stufe des Weges, ist aus meinen Augen, aus meiner Sicht, in meinen Augen ein Segen. Weil wir wieder von vorne beginnen können, nicht von vorne im Sinn, hat alles gar nichts gebracht, sondern von vorne im Sinn, wie Suzuki Roshi das sagt, Zen-Geist ist ein Anfängergeist, wir beginnen ganz frisch. Wir sind zwar alte Männer, aber irgendwie beginnen wir ganz frisch. Schön. Das ist so.